Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 3. Wir sind immer noch auf der Normandy und es ist mal wieder soweit, dass ich erstmal hier ein bisschen die Leute ablabber. Wo sind die denn alle hin? Was geht hier ab? Ist hier eine Revolution am Laufen oder was? Mal hier gucken. Aha, Liara und Dingsy sind in der Lounge. Was machen die denn da, ha? 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 Pervikram. Und ich werde euch dabei entlarven, entdecken, was auch immer. Genug von mir. Ha! Was haben Sie gemacht, bevor wir uns hier oben kennengelernt haben? Oh, Sie wissen schon. Dies und das. Na los, sagen Sie schon, Tissoni. Also gut. Tissoni. Ich habe mehrere schwere Kämpfe mit Cerberus durchgestanden. Ich habe Shepard geholfen, einen Roboter-Attentäter auf dem Mars aufzuhalten. Oh, und ich habe die Pläne für ein proteanisches Weltuntergangsgerät gefunden, die 50.000 Jahre lang vergraben waren. Aha, dies und das. Verstehe. Hallo, Shepard. Turiano auf einer Geheimmission auf T'Chanka, ha? Davon hat mir keiner was gesagt. Ich bin gespannt, was bei dieser Bombe auf T'Chanka herauskommt. Ignorieren ist ja wohl keine Option, was? Ich glaube nicht, denn wenn wir das ignorieren, dann werden wir wahrscheinlich früher oder später in die Luft gesprengt. Sie haben davon gehört. Ihr Aufenthalt auf Omega hat zu zahlreichen Artikeln geführt. Und jeder Menge Aufnahmen von Sicherheitskameras. Nur eine Sache konnte ich nicht verifizieren. Haben Sie wirklich drei Söldner der Blue Suns mit einer Kugel erledigt? Nein, natürlich nicht. Der dritte hatte einen Herzinfarkt. Es wäre nicht fair, ihn mitzuzählen. Oh mein Gott! Erst muss mal unter der Kategorie Scheiße gelaufen. Stellt euch mal vor, ihr werdet beschossen. Beziehungsweise ihr schießt da so als Attentäter auf drei Leute und dafür, einer davon hat Herz. So unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Puff. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar ach, kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald... Dieser Morden ist schon was Besonderes. Sein Mund bewegt sich schneller als ein Frosch auf einer heißen Herdplatte. Hahaha, du bist so lustig, James. Ich könnte glatt lachen. Na? Ist mit dem Shuttle alles okay? Der hört ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig. Aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Ruhen Sie sich eigentlich jemals aus? Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind? Keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Arbeiten Sie nicht so hart, Sie Verrückter. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Es geht nicht nur um mein Leben, du blöder Affe, haben sondern Sie auch um deins. Haben Sie sich vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahn. Und konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten sie sich freinehmen und sich das genau ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Tun sie es für mich. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Das war jetzt eine wie der soll ich denn bei dem Option. Ton Nein sagen? Ha, ich weiß, ich bin so charmant. Gar nicht. Wenn ich will, kann ich charmant sein. Ja, ja. Nur meistens will ich nicht. Wieso geht es nicht höher? Das nervt. Mann. Ich brauche den Kaki noch am Ende. Wahrscheinlich muss ich es 20.000 Mal durchspielen, damit das dumme Ding da irgendwann mal höher steigt. Damit ich ja eine Krise krieg. Heul. So, jetzt muss ich noch mit Edi schnell reden. Habe ich jetzt eigentlich mit jedem... Ja, mit der blöden Ellers müsste ich noch... Uah, ich mag die nicht, die ist blöd. Diese aufgedappelte Duppeldi-Dupp-Dupp. Ihre bloße Existenz erstaunt mich bereits, Shepard. Die Wahrscheinlichkeit, so lange zu überleben wie Sie, ist verschwindend gering. Das lief ja gut.
Hallo, Shepard. Oh, hallo, Eddie. Ihr habt mir also nichts zu sagen. Nein, okay, dann gehe ich wieder. Pü. So. Latsch, 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 latsch. Ja, das ist immer so eins von diesen nervigen Aspekten, dass man 10 Millionen Mal hin und her rennen muss. Weil jeder irgendwo anders rumgammelt. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, dass ich mag diese Spiele von BioWare, allein mit dem ganzen hier Beziehungsaufbau und überhaupt, also das gefällt mir schon sehr gut. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Sie hätten nicht zu die Turianer verbergen. T'Chanka war ein Ödland. Früher gab es dort Dschungel und Wälder. Ich mache hier nur mal schnell klicki-klicki, weil ich immer, ob hier Gesprächoptionen sind oder nicht. Haben Sie unser neuestes Besatzungsmitglied gesehen? Wissen Sie, müssen wir reden? Nein, gerade? Weitermachen. Im Moment Lucini. Nicht. Sagen Sie Bescheid, wenn... Okay. Die Reporterin macht auch gar nichts, oder? Die hockt den ganzen Tag nur da in der Kabine und schläft. Oh Mann, das ist echt immer wieder toll. Habe ich irgendwelche Post bekommen? Da habe ich, glaube ich, vorher schon geguckt. Nein, habe ich natürlich nicht. Gut. So. Ich habe euch die Dialogsachen soweit erspart, wie ihr seht. Es geht gleich fröhlich weiter. Oh mein Gott! Oh. Der Mantel, die Genophage heilen. Servus-Präsenz untersuchen. Stadtruin, Bombe finden. Es ist ja nur so ein bisschen viel Zeug auf einmal. Aber hey! Meine Herren. Okay, was mache ich zuerst? Die Bombe. Ja, ich glaube, ich mache erstmal die Bombe, bevor da irgendwas mit dem Planeten in die Luft gesprengt wird. Ich glaube nämlich, dass das nicht so gut ankäme. Ja, das mit euch beiden eigentlich ganz gut gelaufen ist, nehme ich euch beide wieder mit. Nein, diesmal vergesse ich es nicht. Ach, die sind ja schon modifiziert. Ja. Außer bei Garrus. Ein bisschen. Ja. Der kriegt dann hier die volle Präzision. Garrus ist ja nicht umsonst unser Scharfschützenkönig. Das macht sie auch. Normandy Shuttle! Hier ist Hotel Invictus von 9. Zug. Hören Sie mich? Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie mir was über diese Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Na, ganz toll. Was soll das heißen, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Das ist doch für den Arsch. So eine Taktik schafft keinen Aber Verkauf. Echt. Aber jetzt müssen wir... Ach, ich bin in Allianz mit euch, aber ich habe euch eine Bombe auf eurem Planeten hinterlassen. Wollen wir jetzt Freunde sein? Stimmt. Das wohl? Erklärt die nicht. Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie Na, ganz toll. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Hab verstanden. Ach ja, wie toll. Wir dürfen nicht versagen, Commander. Wir haben hier voll die Scheiße gemacht, aber hey. Ja, und ich darf jetzt hier mitten ins Gebombe reinhopsen, oder was? Das ist ja wieder der Arsch. Bewegung! Genau, Bewegung! Moment, ich
für meine andere Waffe wieder die Kabusch-Busch-Waffe. Welche war das? War das die? Biau! Huhaha! Ah, ich glaube, ich schieße damit Bomben. Oh Mann. Bleib hier, wenn ich... Oh, au, das hat sicher wehgetan. Autsch. Ey, hast du gerade auf meinen Shuttle geschossen, du... Zipfel. Ich muss nur gerade erstmal hier meinen Codex in Sicherheit bringen, bevor ich hier... Charmant! Mit den Cerberus-Daten mich unterhalte. Ja, ich nenne das Charmant. Ja, ja, Bombe werfen, ne? So schlau bist du. Kack. Wo ist der jetzt hin? Boah, das ist rumgebombt. Macht mich ganz wahnsinnig. Nennt mich auch Shepard, weil es immer Shepard, wenn ich da bin. Ich hasse diese Rauchwolken-Typen. So. Na komm, na komm, na komm. Tja, man sollte halt nicht seinen Kopf über die Deckung halten, ne? Miss you. Wieso müssten wir in Bewegung bleiben? Mir juckt meine Nase. Ah, ich hoffe, ich muss nicht gleich voll niesen. Ah, ich hasse das. Wir müssen ja, ja, ich gehe ja schon. Mich juckt's. Sobald wir die Bombe erreichen, muss mich kratzen, Javik. Das ist anstrengend. Stell dir mal vor, ich mache hier voll den Hachipu mittendrin im Let's Play. Und dann schrecken die ganzen Leute. Dann fühle ich mich schuldig. Ja, kein schöner Anblick. Bäm. So, wo sind wir denn? Kabusch. Kabäm. Oh mein Gott, wie viele von diesen Arschköpfen sind denn hier unterwegs? Ah! Deckung. Madame. Hier, bitteschön. Garrus. Oder wer auch immer. Wer rennt da vorne rum? Ja, Garrus. Das ist ein bisschen leichtsinnig. Was ist das? Oh. Interessant. Nicht besonders wirkungsvoll, aber interessant. Wo ist denn links? Ich weiß, wo links ist, aber ist okay. Wir besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihrem Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. Eine raffinierte Strategie. Kontrolle des Feindes, ohne dass er davon weiß. Das ist trotzdem für'n Arsch. Sowas macht man nicht. Hallo? Oh, dass man sich eigentlich immer bekriegen muss. Das ist doch voll für'n... Hintern, echt mal. Oh ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, als uns gegenseitig die Fresse zu polieren, weil wir Vollidioten sind. Das ist nämlich so männlich. Du sollst da nicht rüberspringen. Bam. Hier, bitteschön, jetzt kann ich auch. Wenn ihr meint, dass ihr hier Granaten rumschmeißen müsst, ihr Blöden. Schön, dass ihr von einem Mörser beschossen werdet. Verstanden. Ich wurde auch von einem Mörser beschossen und habe es trotzdem geschafft. Ich habe dem gerade einen Arschbacken geschossen, glaube ich.
Ey, musst du immer so rumrennen? Echt. Wo sind wir hier überhaupt? Wo müssen wir überhaupt hin? Au. Ich hab mir meinen Helm gestoßen. Ja, ich bin halt auch zeitweise ein bisschen verpeilt. Was soll ich machen? Hier gibt's nichts außer Scheibenkleister. Oh, toll. Und wo soll ich hier in Deckung gehen? Das klingt gar nicht gut. Haha! Von wegen Evakuierung. Ich meine natürlich... Oh, das tut mir jetzt echt leid. Ich habe gelogen. Das wisst ihr sicher. Hallo! Ich habe euer Flugshuttle ein bisschen so ein bisschen abgelenkt und so. Cerberus ist feige. Cerberus hat wahrscheinlich die Bombe scharf gemacht. Und wir Idioten rennen hier noch rum. Yippie. Hi. Okay, dann halt. Von der Rampe aus haben wir einen besseren Überblick, Shepard. Einverstanden. Dann los. Ja, von der Rampe aus haben wir immer bla 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 bla. Sind wir auch nur auf dem Präsentierteller. Garrus, es ist nicht toll, vor meiner Nase zu laufen, wenn ich hier gerade am Ballern bin. Ich hätte dir nämlich jetzt ganz leicht ein bisschen in den Po schießen können. You know what I mean? Oh, Scheiße. Ein Planetenkiller. Vergraben unter Ruinen. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Entschuldige, der hat die... Ne? Wir müssen weg, Shepard. Wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Ach, hier geht's lang. Verstanden. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wieso muss ich immer unterwegs sein? Wieso kann das nicht einfach jemand anders machen? Wir stehen praktisch auf der Bombe. Ein Cerberus-Double zum Beispiel. Natürlich kann man die Shuttles nicht abschießen, Chi. Das wäre doch schön gewesen. Ich meine so ein... Oh. Hey, ihr Kackvögel! Wo rennen die denn hin? Oh, was ist das? Hui! Meins. Meins. Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische... Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein. Richtige Lärm an einer Verwerfungslinie hätte katastrophale Folgen. Wir müssen uns beeilen. Ach, das ist... Upsi. Entschuldige, Victus, das war ich. Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Och, wie toll. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Schaffen Sie das? Sie können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Cool. Ich weiß, was zu tun ist. Wir decken Ihren Rücken. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Na. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke. Kein Thema. Dass Sie diese Chance verschafft haben. Machen Sie es richtig. Oh! Da hat jemand Ketchup versprüht. Der Nächste. Commander. Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Service. Was muss der auch so offen da rumstehen? Man lernt nun mal, dass mein Deckung geht. Wieso stehe ich jetzt so offen rum? Geh weg, das ist mein Platz. Ich bin ein Mädchen. Genau, niemand kommt an uns vorbei. Verstanden. Ja, du bist ein ganz schlauer da hinten. Kackbrunzel. Peng! Ja, ehrlich? Mich juckt's immer noch. Ich weiß, das interessiert euch nicht, aber das ist echt eklig. Ah! Wenn man Let's Playen will und plötzlich juckt's einen irgendwo an der Schulter oder so. Blöder Mückenstich. Oh, ich wollte dich gar nicht treffen. Ich wollte deinen Freund erschießen, aber ist Wayne. Du hast einen Schneller hinter dir. Guter Schuss. So.
Garrus, pass auf, die Kackvögel kommen da. Der andere hingeflogen. Sie schicken alles raus, was sie haben. Nach weiteren Shuttles Ausschau halten. Wenn das alles ist, was sie haben, dann sind die echt für den Podex. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Rauchbombentypen hasse? Ja. Oh, scheiße, Mac. Gut, dass ich die Waffe da aufgewertet habe, sonst hätte ich jetzt ernsthaft ein Problem. Wie lange brauchst du denn? Was ist das für eine komische Bubble hier? Eine Bombe? Ich hoffe mal, die ist von euch, Jungs, und nicht von Stinkirus. Das ist nicht das, was ich gerne. Na komm. Ich werde doch hier irgendeinen stören. Meine Deckung ist überhaupt nicht offen, du dämlicher Zipfel. Klatscher. Komm her. Musst du mir hinter dem Pfeiler rumrennen? Glühen die da so komisch? Was geht mit denen? Commander, na, endlich. Ich bin drin. Bei den Geistern. Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen. Keine Zeit. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Rauchdeckung. Wieso zum Teufel muss der immer so einen Scheiß machen? Du willst darüber klettern? Okay, gut, viel Spaß. Solange ich es nicht machen muss. Wieso musste ich auch was sagen? Ich weiß genau, dass jetzt noch irgendwas kommt wie... Ah, Shepard, ich krieg die Bombe nicht raus. Komm hoch hier. Wäre zumindest nicht das erste Mal. Du weißt schon, dass du jetzt vielleicht da drin hängst und dann, ne? Bum, bum gehst? Ich... Man zeigt, dass Victus auch ein Kämpfer ist. Lieutenant! Sieg. Um jeden. Was macht der denn, der blöde Affe? Musst du jetzt da abstürzen, oder? Na, das gibt's doch wohl nicht. Wow, leck mich doch ab. Mann. Man könnte ja jetzt sagen, oh, wenigstens ist er als Held gestorben. Aber das ist doch wieder unnötig, Mann. Toll. Der arme Kerl. Commander, ich empfange Funksprüche von den koganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Koganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Mann. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war, dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft. Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er. Das ist doch für'n Arsch.
Gute Arbeit, gerne. Chanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker sagt, die Kroganer bergen die Bombe. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und den Primarchen an Bord der Normandie sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Ich tue mein Bestes, okay? Ja. Das ist ein Befehl. Bleh. Dann geh du doch mal zwischen die Verrückten da hin. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hört auf zu flirten, Jungs. Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf T'Chanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard. Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Mädchen. Männer sind schlimmere Zicken als Frauen. Ich verstehe Ihre Vorbehalte. Ja, Commander. Denkt mal über diese diesen Ansatz Sie nach. Das ist nämlich manchmal echt erstaunlich. Also wenn man so in einer Gruppe von Männern ist im Job und so, also die zicken sich mehr an als Frauen teilweise. Oder genauso schlimm. Das ist echt beeindruckend. Ich bin immer wieder erstaunt. Ja. Naja, prima. Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Für Ihren Kack. Geheimhaltung tötet. Das haben Sie jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja. Die härteste Lektion meines ganzen Lebens, Commander. Mein Sohn. Er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Ja, toll. Er ist trotzdem tot. Wegen der Stillschweigerei. Ja, Sir. Oh, schon wieder? Achso, ich hätte ja vorher mit dem schon reden sollen, glaube ich. Upsi, das habe ich doch glatt irgendwie vergessen. Mann. Tut mir jetzt echt leid für den einen. Weil den sein Sohn, naja, ne? Er hat zwar einen Fehler gemacht, aber er hat auch daraus gelernt. Und, Anderson, ich hätte ja schon vorher mit Ihnen reden sollen. Hallo! Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert. Und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tigel informiert. Klingt, als müssten sie ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nah. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns... Oh mein Gott. ...mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Können wir vielleicht mal aufhören mit diesem... Oh, wir hatten eine Beziehung. Das ist schließlich mein Job. Hallo? Ich kann auch nicht mit Kyler die ganze Zeit rummachen. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Ja, ist das nicht toll, die Bürokraten. Immer mit ihrem bürokratischen Bürokratie-Kaki. Dafür haben Sie mich angeheuert. Eigentlich sollen Sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik sie nicht so sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Na, supi. Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Tja. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus. Und jetzt geht's von Loch zu Loch, nur um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt.
aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Wir haben sie auf jeden Fall nicht vergessen. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe. Der Tod hat sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Okidoki. Lassen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Tschüssi. Wir reden wieder. Anderson Ende. So, und das war's auch mit diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.